Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir wieder vielleicht eine neue Serie am Start, denn in dieser Serie könnten wir immer die neuen FIFA 16 Trikots vorstellen, sozusagen immer aus einer neuen Liga. Heute beginnen wir mit der Barclays Premier League. Ich habe mir 15 Trikots rausgesucht, die richtig cool aussehen und natürlich eben auch die von den Top-Clubs wie Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man U und Man City. Und da habe ich euch eben gute Trikots rausgesucht und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Es ist kein Ranking, das heißt, dieses Trikot von Arsenal ist zum Beispiel nicht der Platz Nummer 15. Ich zeige euch einfach Trikots. Am Ende habe ich noch ein richtig cooles Trikot. Und falls euch eben die Serie, die Art der Serie gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt doch in die Kommentare, mit welcher Liga wir das als nächstes machen sollen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch mit dem ersten Trikot. Wie gesagt, kommt das erste Trikot gleich mal von Arsenal London. Ich finde, es hat einen sehr klassischen Stil und das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch noch gleich das Auswärtstrikot an. So sieht dann das Auswärtstrikot von Arsenal aus. Ich finde, es sieht nicht allzu gut aus, aber letztes Jahr hat mir das ganz ehrlich auch nicht allzu gut gefallen. Da war es so gelb und blau. Diesmal ist es so ein Ocker und ein Blau. Ich finde, es sieht nicht allzu gut aus. Das Heimtrikot sieht besser aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Trikot. Und da haben wir das Trikot von Leicester City, wenn man das so aussprechen kann. In der Mitte steht King Power und das sieht schon ziemlich Premium aus. Die Krone beim I, das passt auch gut mit dem Puma-Zeichen zusammen. Ich finde, es hat auch ein richtig cooles Muster und deswegen habe ich es auch heute mit ins Video genommen. Das nächste Trikot ist dann das von Chelsea und ich finde, letztes Jahr hat es ein bisschen besser ausgesehen denn dieses Jahr. Passt der Sponsor nicht ganz so gut aufs Trikot, aber sonst sieht es schon ziemlich ähnlich aus wie das vom letzten Jahr, also passt das eigentlich. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch noch das Auswärtstrikot an. Das Auswärtstrikot gefällt mir dann doch ein bisschen besser als das Heimtrikot. Ich finde, hier sehen die Ärmel besonders cool aus, denn das sieht so ein bisschen aus wie eine Flagge oder vielleicht auch wie eine Kapitänsschleife. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen cooler als das Heimtrikot. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Trikot. Das Liverpool-Trikot sieht in diesem Jahr ziemlich ähnlich aus wie das vom letzten Jahr und deswegen habe ich da auch nichts Großes dazu zu sagen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch schnell das Auswärtstrikot an. Das Auswärtstrikot sieht dann eigentlich auch genauso aus wie das Heimtrikot. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Farben umgedreht sind. Das heißt, das Trikot ist jetzt eigentlich mehr weiß und die Schrift ist dann rot. Ich finde, so sieht es eigentlich besser aus. Sieht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen fresher aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Trikot. Das Trikot von Manchester City sieht auf jeden Fall ziemlich ähnlich aus wie das vom letzten Jahr. Ich denke sogar, dass es eigentlich ganz genau dasselbe ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns schnell das Auswärtstrikot an. Das Auswärtstrikot von Manchester City war eine kleine Überraschung für mich. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so nice aussieht, denn dieses Blau mit diesem Dunkelblau und diesem richtig coolen Muster, das sieht schon richtig fresh aus. Also das Trikot ist eines meiner Lieblingstrikots der neuen Barclays Premier League Saison. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Trikot. Da haben wir dann das Trikot vom Startrivalen Manchester United und ich finde, es sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Chevrolet als Sponsor. Ich denke auch, es ist ein bisschen dunkler geworden als das vom letzten Jahr. Ich finde, es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das Auswärtstrikot habe ich jetzt leider nicht am Start und dann sehen wir uns beim nächsten Trikot. Das Trikot von den Tottenham Spurs sieht auf jeden Fall auch nicht allzu schlecht. Das ist jetzt aber auch nicht das besonderste Trikot in der Mitte. Dieses rote passt, finde ich, nicht allzu gut rein, denn sonst ist es eigentlich nur schwarz-weiß. Sieht ziemlich klassisch aus, aber das Auswärtstrikot, das sieht schon viel besser aus. Die Farben beim Auswärtstrikot, die sehen einfach viel fresh aus. Also dieses Trikot in FIFA 16 kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich denke, da werden sehr viele damit spielen. Und dann sehen wir uns auch schon bei den letzten drei Trikots. Stoke City hat sich dieses Jahr auf jeden Fall auch ein richtig cooles Trikot zusammengebastelt. Das ist das Auswärtstrikot von ihnen. Und ich finde, der grüne Streifen mit dem grünen Kragen und sonst alles schwarz mit ein bisschen weiß, das sieht auf jeden Fall ziemlich fresh aus. Und ich denke, das wird der ein oder andere in FIFA 16 auch nutzen. Das vorletzte Trikot sieht so ein bisschen aus wie so eine fette Biene, einfach ganz ehrlich. Das sieht so, ich weiß nicht, irgendwie sieht es aber auch ziemlich cool aus, denn in FIFA 16 sieht das dann richtig nice aus, wenn das dann so übergeht ins Schwarze vom Gelben. Auf jeden Fall sieht es ziemlich bienig aus, wenn man das so sagen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim allerletzten Trikot. Zu Beginn des Videos habe ich ja gesagt, dass ich am Ende eine kleine Überraschung für euch parat habe und das ist sie, das Grün und Blau. Das sieht schon richtig nice aus. Es ist alles ziemlich neon gehalten und ich finde, das Trikot hat schon echt was und das werde ich in FIFA 16 zu 100% nutzen. Das war es jetzt auch schon wieder mit den 15 Trikots aus der Barclays Premier League. Ich finde, es waren richtig coole neue Trikots dabei. Also in FIFA 16 kann man sich da auf jeden Fall mal auf was gefasst machen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das eben als Serie sehen wollt, schreibt doch gerne in die Kommentare. Und schreibt doch in die Kommentare, mit welcher Liga wir das als nächstes machen sollen. Und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.